Es gibt Bands und es gibt Legenden. Es gibt Musiker, deren Stern am Himmel schnell verglüht. Gerade in unserer Zeit ist das ja so, werden Stars schnell gemacht und schnell vergessen. Und es gibt Musiker, die über 46 Jahre erfolgreich auf der Bühne stehen und die sich in all den Jahren selbst nie verraten haben. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Aber ihnen ist es gelungen. Die Pudis haben tatsächlich Musikgeschichte geschrieben. Nun ist es vorbei, die Band geht in die Rockerrente, aber heute sind sie noch einmal bei uns. Wir werden gleich mit ihnen darüber reden, was kommt und was bleibt. Was bleibt, was uns bleibt, sind Freunde im Leben. Was bleibt, was uns bleibt. Und die Erinnerungen aus 47 Jahren Bandgeschichte mit mehr als 4500 Konzerten in über 20 Ländern. Schon lange sind die Pudis eine Ostrock-Legende. Alle fünf Rocker haben zwar die 60 längst passiert, alt wie ein Baum sind sie aber noch lange nicht. Umso trauriger dürften die Fans sein, dass die Band jetzt tatsächlich in die Rockerrente geht. Harter Gitarrensound, melancholischer Gesang. Musikalisch sind sich die Pudis immer treu geblieben. Mit ihren deutschen Texten treffen sie die Herzen ihrer Fans. Das ist ihr Erfolgsgeheimnis. Das Ostrock-Märchen beginnt 1969. Dieter Birr alias Maschine, Peter Mayer, Udo Jakob, Harry Jeske und Dieter Hertrampf gründen die Pudis. Wie bei ABBA besteht der Bandname aus den Anfangsbuchstaben der fünf. Warum heißt der Große bei den Pudis Maschine? Maschine? Da muss er mal ein bisschen ihn fragen. Er hat mich hier getauft. Wie kam das? Ja, er hat für sehr viel gegessen. Ja. Und bis heute sieht man es Maschine nicht an. Fett ist nur der Sound. Anfänglich klingt die Berliner Band noch wie ihre Hardrock-Vorbilder Led Zeppelin oder Deep Purple. Den unaufhaltbaren Siegeszug treten die Rolling Stones des Ostens dann 1973 an. Mit Geh zu ihr aus dem DDR-Kinohit Die Legende von Paul und Paula werden sie über Nacht zu Stars. Geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen. Geh zu ihr, denn du lebst ja nicht vom Moos allein. Auch wenn sie immer mal wieder Auflösungsgedanken hatten, die Pudis haben Wort gehalten und es bis zur Rockerrente geschafft. Heute vereinen die Senior-Rocker ganze Generationen und sind an einem Punkt angekommen, künftig getrennte Wege zu gehen. Ja, bei diesem Bye-Bye, da holen die Fans jetzt mit Sicherheit die Taschentücher raus und sagen, das ist alles traurig. Aber wir sagen jetzt erstmal Hallo und herzlich willkommen, ihr hallo, Lieben. Hallo. Quasser, Maschine, Klaus, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch Zeit genommen habt. Du hast nicht direkt den Urlaub unterbrochen, aber du bist zumindest frisch eingeflogen. Genau, ich bin heute Morgen aus Thailand eingeflogen, also gestern Nachmittag schon losgeflogen, die ganze Nacht nicht geschlafen und habe das auf mich genommen, hierher zu kommen, nur um bei dir zu sein. Wunderbar, das hören wir doch gerne. Das ist doch eine Meldung, wa? Ha, das ist doch eine Meldung. Unsere Zuschauer hören das vor allem gern. Aber Bye-Bye, wenn ihr das selber sagt, singt, wenn ihr das denkt, habt ihr nicht auch eine Träne im Knopfloch? Ja. Also man muss natürlich realistisch sein und irgendwann ist eben einfach mal Schluss. Das ist zwar sehr traurig und wenn wir 100 Jahre länger leben würden, dann würden wir auch garantiert noch weiterspielen. Mhm. Und ich glaube, es ist ja ein alter Spruch, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Mhm. Wir haben eigentlich so viel erreicht und wir können das, glaube ich, jetzt auch nicht mehr steigern. Also wir haben es sozusagen mit zwei großen Konzerten in der Mercedes-Benz-Arena gemacht. Und was will man mehr nach 46 Jahren, dass da noch mal an beiden Tagen die voll wird, dass es davon einen Fernsehmitschnitt gibt. Wir machen eine DVD davon, Blu-ray davon, Doppel-CD. Das volle Programm. Ja. Das volle Programm. Quaster, und du? Was sagst denn du? Ja. Nicht nur immer alles auf Maschine schieben? Ich schiebe ja nicht. Ich schiebe ja nicht weiter. Ich kann mich da nur anschließen. Also, es ist wehmütig auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind das wieder neue Herausforderungen, die
denn bewältigt werden müssen. Das heißt, in dem Lied, in dem anderen Lied, was bleibt, so ja. Freunde im Leben, alles, was zu Ende ist, kann auch Anfang sein. Ja? Und ich habe das ja schon oft wiederholt, dass also ich das sehr schön finde, dass man nach so einer großen Sache, wie wir jetzt hinter uns haben, einfach noch ein bisschen Zeit hat bis zum endgültigen Ende und jeder noch mal Dinge machen kann, die er selber gerne einfach mal probieren will. Ja, genau, darüber reden wir dann sicherlich gleich. Da gibt es ja zum Teil ja auch schon ganz konkrete Vorstellungen. Ja. Klaus, was würden dir am meisten fehlen? Ich sag mal, über die ganzen Jahrzehnte, wo wir auf Tour sind, das ist auch so ein gewisser Gewöhnungsprozess. Wenn man so unterwegs ist? Ja, ja, total. Also man gewöhnt sich schon daran, dass man also Donnerstag oder Freitag das Haus verlässt und Montag früh wiederkommt. Und vorher den Koffer noch schnell packen und alles, was dazugehört, Auto voll tanken. Das wird jetzt so nicht mehr sein. Aber ich sage mal, das gibt doch ein Leben nach den Pudis und ich freue mich da extrem drauf, weil wir waren 46 Jahre extrem erfolgreich, ob im Osten und im Westen. Wir müssen Kimmel was beweisen und wir haben zum Schluss uns selber noch ein Geschenk gemacht und konnten einen Mitschnitt machen in der Mercedes-Benz-Arena, wie Maschine gerade gesagt hat, der ganz toll geworden ist. Der wird übrigens morgen. Ja, da kommen wir noch dazu. Jetzt habe ich gesagt. Liebe Zuschauer, jetzt Sie können dann schon mal reingucken, denn wir haben von den Kollegen von der Unterhaltung da schon was dazu bekommen, was wir dann zeigen können. Aber in diesem Sinne vielleicht auch gleich unsere Facebook-Frage. Hat Klaus schon irgendwelche Pläne, wie und wo und wann er wieder am Schlagzeug zu sehen sein wird? Seine speziellen Soli waren sowieso der absolute Hammer. Ja, also erstmal physisch durchhalten, keine Panik. Und ich habe ja eben gesagt, dass das Leben auch nach dem Pudi sehr interessant sein wird. Ich werde meinen Hobbys nachgehen und will natürlich in die Zeit, die jetzt auf mich drauf zukommt, noch mir ein bisschen die Welt angucken. Reisen sind deine Hobbys oder was wird das? Nein, das wird zu meinem Hobby werden. Ich möchte schon ein, zwei Mal im Jahr wegfahren. Ich war jetzt beim Harry, bei unserem alten Bassisten, der auf den Philippinen lebt. Da war ich 3 Wochen. Und das ist eine neue Erfahrung. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Und das werde ich in Zukunft ein, zwei Mal im Jahr machen, weiter wegfahren. Ansonsten bin ich nach wie vor übig sehr gerne und werde also meinem Hobby treu bleiben und weiter üben. Und dann habe ich den ein oder andere Hobby noch und dafür nehme ich mir ganz viel Zeit. Was denn? Sag mal konkret, was für ein Hobby. Ehrlich? Ja, mach mal. Ich bin so ein Koi-Freak. Ich mag diese Koi-Karpfen. Die Karpfen, die bunten, ja, die japanischen. Ja, das mag ich schon 15 Jahre lang. Und da macht mir extrem viel Spaß und da kümmere ich mich darum, immer ein bisschen zu basteln, ein bisschen zu bauen und so weiter und so weiter. Hast du bei dir im Garten irgendeinen so Teich, wo die rumschwimmen? Ja. Irgend so ein Teich. Natürlich ein Koi-Teich. Also, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nicht irgend so ein Teich, natürlich einen ganz tollen Teich. Das ist Wie ist das mit Legenden? Wie nehmen die denn würdig Abschied von der Bühne? Blättert ihr da, setzt ihr euch dann nochmal zusammen, macht Om vor dem letzten Konzert, was nun jetzt gelaufen ist, also vor dem letzten Solo-Konzert, was jetzt Pudis betrifft, blättert in Alben oder guckt euch andere alte Aufnahmen an? Also diese Zeit war nicht. Also wir haben ja unser Ziel gerichtet auf dieses Konzert hingearbeitet. Und da gab es auch Diskussionen, wie die Abfolge ist, was wir da machen, wie wir uns präsentieren wollen. Und da kann man an solche Sachen nicht denken groß. Also da sind wir beschäftigt ohne Ende. Also es sollte auf jeden Fall nicht so groß pathetisch werden. Ja. Weil wir beide sind ja schon pathetisch genug. Also wir sind so ein bisschen nah am Wasser gebaut. Ich war auch erst ja nicht dafür, dieses Konzert mit schneiden zu lassen. Ja, weil ich wollte nicht irgendwie der Nation was vorflennen, weil ich dachte, das wird passieren. Aber es ist nicht passiert. Ein paar Mal hat man natürlich ein Kloß im Hals gehabt und so, gerade bei bestimmten Liedern. Als Quaster mit seiner Tochter gesungen hat oder ich mit meiner Enkeltochter oder schon am Anfang, wie die Leute uns begrüßt haben. Wir haben ja im Grunde ganz harmlos angefangen. Also entgegen unseren sonstigen Auftritten haben wir da bewusst ruhig angefangen. Kleine Bühne und wir haben noch nichts gezeigt, was auf der Bühne passiert, sondern wir spielen sozusagen ein Konzert, Unplugged-Block, also Akustik-Block. Und das war schon sehr berührend. Und wir haben es ja vorher auch einige Male schon ausprobiert. Mhm. Wir haben ja Konzerte gemacht in Leipzig, in Erfurt, in der ähnlichen Größenordnung. Und konnten uns sozusagen da auch so ein bisschen beherrschen, was so die ein bisschen reinführt. Die Tränen, ja. Und wir wollten das also auf jeden Fall, wir wollten genauso locker sein und auch lustig und Gags machen und so. Und ich glaube, die Leute
haben das sehr dankbar entgegengenommen. Es gab zwar natürlich auch ein paar Tränen, habe ich ja gesehen, bei den Leuten. Aber sehr so schön die Ausschnitte, eigentlich. Ja, klar. Aber nicht den ganzen Abend traurig sein und immer wieder darauf hinweisen, dass es das letzte Konzert. Ich habe nicht immer gesagt, dass es das letzte Konzert ist, sondern es war eben ein schönes Konzert, wo die Leute automatisch wussten, es ist das letzte. Aber ich musste das nicht jetzt noch mal laufend betonen. Ja. Wir haben einen Anrufer in der Leitung, und zwar Herr Göring. Schönen guten Tag, Herr Göring. Ihre Frage. Guten Tag ins Studio. Hi. Mein Name, wie gesagt, Andreas Göring aus Aachen an der Elbe. Ich wollte wissen, zum einen, welches das emotionalste Konzert war, was die Pudels hier erlebt haben. Jetzt, wie ich rausgehört habe, war es das Abschiedskonzert. Vielleicht gab es ja auch noch ein, zwei andere Situationen, die sehr emotional waren. Und zum Zweiten wollte ich wissen, für Maschine, wie viel Gitarren er verschlissen hat in den Jahren. Wie viele Gitarren er zerschlissen hat? Genau. Verschlissen. Okay. Verschlissen, genau. Vielleicht ist das. Ich habe zwar viele Gitarren, auch viele Gitarren gehabt, aber verschlissen in dem Sinne jetzt mal nicht so, dass ich vielleicht ja Buntstäbchen abgenutzt habe und so das Übliche. Aber es sind einige runtergefallen, weil früher habe ich die Gitarren natürlich noch öfter geworfen, heute mache ich es nur einmal und nehme dafür auch eigentlich eine billige Gitarre. Früher habe ich wirklich teure Gitarren genommen und dann sind die ab und zu mal auch schon mal runtergefallen. Ja, emotional aber das ist heute. Ach, da gibt es ja viele, also emotional war das Konzert auch in der Waldbühne. Waldbühne, denn zum Beispiel auch, als wir für Bab eingesprungen sind, das war sehr emotional. Ja. Als die nicht gekommen sind? Ja, genau. Ja. Stimmt, ja. Zum Beispiel. Aber ansonsten muss man noch hinzufügen, dass wir in 2015, ich glaube, wir hatten 120 oder 130 Konzerte. Und wir haben diesen Entschluss, dass wir sagen, 46 Jahre reicht doch irgendwie und wir sind auf dem Höhepunkt und alles toll, wir verstehen uns gut. Und es ist Zeit, ein Ende zu finden, das konnten wir das ganze Jahr lang auch genießen, weil das komplette Jahr war ausverkauft und wir haben in den großen Hallen Deutschlands gespielt. Und da sind so viele Erinnerungen, dass man jetzt nicht, Quaster hat jetzt eben ein Beispiel gebracht, was auch eine Tatsache stimmt. Also das für Bab einzuspringen war nicht so einfach für uns, weil die Leute im damaligen Palast der Republik, die haben natürlich auf Bab gewartet, nicht auf uns. Und da an denen ihrer Stelle da den Job zu machen, das war nicht einfach, aber letztendlich haben wir mit Bravour bestanden und das hat sich zum Positiven gewendet und das war auch das hat uns viel Respekt gezollt auch und ein Glück. Herr Göring, ich nehme an, die Fragen sind ordnungsgemäß beantwortet. Perfekt. Gut. Bleibt euch nur viel Gesundheit für alle zu wünschen. Danke, gleichfalls. Das ist wirklich das Wichtigste. Tschüss, Herr Göring. Danke, tschüss. Wir haben uns natürlich gefragt, was ist denn los? Ist die Lücke dir zu groß? Irgendwie positionieren. Oh nee, das ist gemein. Also ein bisschen mehr in die Mitte musste schon kommen, sonst bin ich so ab. Drifte ich so ab. Ja, das ist auch schön. So in meiner Nähe. Das ist nett. Wir haben uns natürlich gefragt, wie kann man euch noch, nicht was Besonderes, aber wenn das schon quasi der letzte Pudis-Besuch bei uns ist, da haben wir gedacht, wie kann man euch ein bisschen herausfordern vielleicht? Wie könnt ihr auch das mitgestalten, diese halbe Stunde, die ihr bei uns seid? Und da hatten wir dann die Idee, dass wir Texte von den vielen, vielen Liedern, du hast rund 250 hast du komponiert, also aber wir haben uns Texte rausgesucht, die wir von einem lieben Kollegen, Axel Thielmann, der Schauspieler und Moderator ist und Sprecher, lesen ließen. Das hören wir dann sozusagen, drei verschiedene, und ihr müsst hoffentlich rauskriegen, was das für ein Titel ist. Und dann werden wir mal sehen, wie textsicher ihr seid. Seid ihr bereit? Ja. Spiel verstanden? Ja. Gut, ja. Dann Axel die Erste. Maschine kennt ihren Text. Mal blieb sie von der Arbeit weg, suchte Halt in manchem Bett, doch was sie fand, erlosch bei Tageslicht. Ein Kind, sie wusste nicht von wem, sie wollte es trotz alledem. Na Melanie. Also nach zwei, ich muss es wirklich sagen zur Ehrenrettung, zwei Worte waren gesprochen und es kam wie aus der Pistole geschossen. Melanie, der Text ist ja nun gerade, was jetzt so DDR-Zeit betrifft, nun nicht unbedingt so gewesen, dass man gesagt hat, haben alle gleich Hallo gesagt? Hallo gerufen? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat es viele Mütter und Väter
dazu bewogen, ihre Töchter Melanie zu nennen. Genau, da ist es. Gucke, 1980. Wie ist das eigentlich? Gab es da vielleicht trotzdem an der einen oder anderen Stelle in der DDR jemanden, der so Textzeilen gestrichen hat? Es war so gewesen, dass diese Texte und Musiken eingereicht wurden beim Lektorat. Musikalisch haben wir eigentlich alles durchgekriegt, aber Texte wurden auch abgelehnt, beziehungsweise sollten wir Veränderungen machen. Es gab zum Beispiel ein Lied Außenseiter, der war ursprünglich gewesen ein Text über Schwule. Und die haben dann gesagt, naja, das ist kein Thema in der DDR und so. Und dann haben wir den geändert. Und ja. Es gab noch viele andere Sachen, die wir dann, so Umweltgeschichten und so, hat man ein Lied, heute stirbt ein Wald und morgen mehr. Das so. Aber ich meine, es lohnt sich darüber auch nicht mehr zu reden. Wir haben auf jeden Fall eine Menge durchgekriegt. Zum Beispiel unter anderem denke ich an Deutschland. Alle haben sich gefragt, wie habt ihr das geschafft? Und wir und wie haben habt ihr damit das geschafft? Na, eigentlich, wir haben uns ja keine Gedanken darüber gemacht, sondern der Chefredakteur, der Chef damals von Amiga, das war der René Büttner, der hat gesagt, das wird so ein Lied für ein Pfingsttreffen oder was. Mhm. Da haben wir gesagt, naja, das wird wahrscheinlich nicht sein. Aber dieser Titel ist auf der Platte, aber er durfte nicht im Radio gespielt werden und im Fernsehen auch nicht. Jedenfalls nicht im Osten, im Westen, ja. Im Westen waren wir, haben wir, sind wir aufgetreten damit. Ja. Mhm. Als du, glaube ich, 79, ne, 79 zu den Pudis kamst, warst du ja eigentlich in einer anderen Truppe, ja. Prinzip. Ja. Was hat dich dann bewogen, umzuswitchen und zu sagen, ja, dann verlasse ich Prinzip und gehe zu den Pudis? Das war eigentlich mein erstes Live-Erlebnis mit den Pudis. Als ich die das erste Mal live gesehen hatte, hatte ich zufällig, hatten wir mit der damaligen Hardrock, sagen wir, deutschsprachige Hardrock-Band Prinzip auch im gleichen Haus gespielt und da habe ich die Pudis das erste Mal gesehen und war also mehr als begeistert. Mhm. Also das, was da an Energie von der Bühne runterkam, kannte ich eigentlich nur von Bands wie Omega und wie die alle hießen. Aber bei den Pudis war das ganz besonderes. Und nach dem Konzert kam Peter Mayer auf mich drauf zu und hat gefragt, ob ich Interesse hätte, bei den Pudis mitzuspielen. Und ich habe das gleich, na, nicht gleich bejaht, ich habe mich erstmal besprochen zu Hause mit der Familie, weil ich wusste, was da auf mich drauf zukommt. Sehr viel hat dafür gesprochen, viele Konzerte zu geben und vor allen Dingen viele Konzerte nicht nur im eigenen Land, sondern auch außerhalb. Ihr seid ja viel unterwegs. In den damaligen kapitalistischen Ländern. Ja. Aber ich muss noch mal kurz an das Gespräch anschließen, was ihr vorher geführt habt. Bei der Band Prinzip musste ich mal ein Lied singen, das hieß, so kann es nicht weitergehen. Und das kam raus zu irgendwelchen Weltverspielen. Und so kann es nicht weitergehen, die lief, glaube ich, einmal. Und dann wurde diese Frau gecancelt. Naja. Leben ist hart. Das Leben ist hart. Und wir gucken jetzt mal auf den zweiten Axel. Mal sehen, ob das auch so schnell geht. Aber sie lehnen sich schon mal ganz siegessicher zurück. Gucken wir mal. Fast jeder hat mal irgendwann sein Ich kosmetisiert, den Mantel der Verschwiegenheit gebraucht. Fast jeder kennt auch das Gefühl, wenn man sich mal blamiert und dann ein neues Make-up für die Psyche braucht. Hm? Ohne Schminke. Ja, es kam genauso schnell wie bei Melody. Ich geb's zu. Ich würde sagen, wir gucken uns gleich mal das Gesungen an. Auch schön, oder? Ja. Tolle Bühnenklamotten. Das war ja nicht so einfach, glaube ich, ne? Dass man so. Wie war denn das mit den Klamotten? Naja, nur zu dieser Zeit waren wir ja schon ewig im Westen unterwegs. Seit 1975 sind wir im Westen unterwegs und da wurden natürlich die Klamotten alle mitgebracht. Ah, viel schwieriger waren ja die Perücken. Ja. Ja, diese Langhaarperücken, ne? Ja, ja. Das ist schon klar. Aber
sehr bunt. Und hier würde ich mal lieber sagen, liebe Maschine, da hat die Fressmaschine ein bisschen zugeschlagen. Genau, es gab auch mal Zeiten, da warst du ein bisschen... Ja, aber auch ungünstig, da gerade auch noch ein gelbes T-Shirt zu tragen. Aber sie wollte gerade sagen, es gab Zeiten, da warst du schlanker. War das so? Nein, andersrum. Also es gab durchaus... Ja, stimmt. Also da habe ich doch eine schöne Schwellung da. Eine Schwellung, jetzt abtrainiert. Ja. Ja, oder? Wie bitte? Jetzt hast du die ja abtrainiert. Jetzt gibt es keine. Jetzt Bauch ein, ja. Wir sitzen ja alle hier, trauen uns nichts zu sagen. Weil jetzt fragt ihr auch Schwarz. Ja. Und Schwarz kann ja, also, ne, was dazu. So, und wir gucken gleich mal auf den dritten Titel, würde ich sagen. Maikrawalle, Kanzlerrede, Weimar, Kunst und Kult um Goethe, Rentnerschwemme, Mehrwertsteuer, Euro billig, Dollar teuer. Und? Hip, hip, hurra. Ja, das ging auch sehr schnell und deswegen gucken wir uns gleich mal die Auflösung an. Euro billig, Dollar teuer. Das war ja zum 30-jährigen Jubiläum, glaube ich, ne, von euch. 25 Jahre, glaube ich. Das haben wir bei der Goldenen Henne gemacht. Da haben wir die Goldene Henne gekriegt. Habt ihr damals gedacht, dass es wirklich bis zu 46 weitergeht? Wir haben uns da überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil plötzlich waren, also man muss ja so, man fängt an als Band und denkt, man spielt. So, wisst ihr? Und plötzlich sind 10 Jahre um. Mhm. Und dann denkst du, naja, wer weiß, wie lange das noch weitergeht, weil damals war eine Rockband 10 Jahre, da war es schon alt gewesen. Und irgendwann haben dann die Leute gefragt, wie lange wollt ihr denn noch machen? Und daraufhin ist dann der Titel Rockerrente entstanden. 84 war das, ne? Mhm. Ja, und 46 Jahre wäre damals utopisch gewesen. Ja. Ja, das kann man sich, glaube ich, auch gar nicht wünschen, 46 Jahre. Ne? Das ist doch, klar, doch, so schön. Ja, aber also, so das Schöne ist, wir haben ja auch einen Beruf, der jetzt, sagen wir mal, so ist, dass man den eigentlich nicht ein ganzes Leben lang macht. Es sei denn, man spielt in einem Orchester oder so, dass man da so eine Lebensstellung hat. Aber sagen wir mal, als Rockband gibt es doch nichts Schöneres, als ein ganzes Leben lang den Beruf zu machen und dass die Leute dann auch noch kommen und sich freuen, dass wir ihnen Musik vorspielen. Also was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Und das wird es auch nicht mehr geben, so in der Form. So denkst du? Ist das, na, ach, die Musik ist so kurzlebig und ich glaube, gerade die jungen Bands, die jungen Leute, die anfangen, Musik zu machen, die haben es so schwer. Die müssen mittlerweile, wenn die zur Plattenfirma, wenn die sich bei einer Plattenfirma vorstellig machen, die müssen eigentlich fertige Produkte abliefern. Also weil die sofort vergleichen mit England, mit Amerika und so weiter und so weiter. Oder ist deutschsprachig. Aber der deutschsprachige Raum, die Musik hat sich mittlerweile in den letzten, ich würde fast sagen, 15, 20 Jahre, die haben sich so toll entwickelt in Deutschland. Ja. Da gibt es so extrem gute Musik und gute junge Musiker. Das ist schon klasse. Aber ihr würdet es trotzdem nochmal machen? Also wenn ihr jetzt nochmal? Ja, unbedingt. Klar. Völlig unstrittig. Wir würden es auch jedem Jugendlichen raten, der Musiker werden will. Braucht es ist natürlich ein Talent und er hat die Willenskraft, um mal zu hungern und Entbehrungen in Kauf zu nehmen. Das kennt ihr auch alles? Ja. Ja, klar. Mhm. Ja. Jetzt würde ich sagen, gucken wir mal wirklich in das rein, was da Anfang Januar gewesen ist. Dieses legendäre oder die legendären Abschiedskonzerte der MDR. Ihr habt es ja gesagt, hat es mitgezeichnet und. Ja, liebe Fans der Pudis, lehnen Sie sich jetzt mal schon zurück. Morgen wird es erst ausgestrahlt und Sie können es jetzt schon mal genießen. So ein paar Momente jedenfalls. Es wäre Licht! Fahren zwei in die Schelle Meere, fahren zwei in einem Boot. Der eine kennt die Sterne, der andere misst das Flot. Kann sich denn jemand von euch noch erinnern an den Film Die Legende von Paul und Paula? Da war ja eine Menge Musik drin, zum Beispiel dieser Song. Geh zu ihr.
Das ist schon cool. Ja. Das ist schon cool. Und wenn man in die Gesichter guckt, das Schöne ist, das sind nicht nur die Fans, die mit uns allen quasi ja groß und alt geworden sind, sondern es gibt ja auch ganz viele junge Leute, die da stehen und alle Texte kennen. Und Sie müssen nicht traurig sein, liebe Zuschauer, denn morgen gibt es einen riesen Pudis-Abend, muss man sagen. Es gibt eine tolle Dokumentation über euch mit vielen, vielen Momenten, mit sehr privaten Momenten. 20.15 Uhr geht die los und dann 21.50 Uhr gibt es das Abschiedskonzert im MDR. Und jetzt, ja, es ist ein bisschen traurig, die Zeit ist schon wieder um. Time to say goodbye ist es leider. Wie geht's jetzt weiter? Was wünscht ihr euch jetzt? Gesundheit. Gesundheit. Es ist du? Echt. Und du? Ich wünsche mir noch viele musikalische Ideen für meine Soloprojekte. Für deine Soloprojekte? Genau. Okay. Ja. Klaus? Gesundheit. Ja, Gesundheit sowieso. Gesundheit, Gesundheit. Ja. Das ist das Einzige, was... was noch zählt. Ist das Einzige, was ab 60. Es war großartig, dass ihr da wart. Wir wünschen euch alles Gute, Gesundheit natürlich und viel Erfolg mit euren Soloprojekten. Und da sehen wir uns hier vielleicht wieder, aber eben in anderer Konstellation. Liebe Zuschauer, zum letzten Mal. Die Pudis bei uns im MDR und 4 Studio. Danke fürs Kommen. Und damit es nicht ganz so traurig wird, schauen wir jetzt ganz schnell auf die Gäste, auf die Sie sich in der kommenden Woche freuen können. Autor Michael Nast erklärt am Montag, warum viele seiner Generation unfähig sind, echte Liebe und Verantwortungsgefühl zu empfinden. Josephine Preuß, mit 30 schon eine alte Film- und Fernsehhäsin, erzählt am Dienstag über neue Projekte und ob sie nun endlich erwachsen geworden ist. Oliver Frank, der Weimarer Akte Ex-Fernsehkommissar, verrät Details der neuen Folgen und ob er eine Rolle als Märchenprinz annehmen würde. Ich darf das, ich bin selber dick, das behauptet das 170 Kilo Energiebündel Nicole Jäger in ihrem Buch, ihrem Comedy-Programm und bei uns am Donnerstag. Zurück im Leben, zurück in der Musik, völlig losgelöst startet Peter Schilling nochmal so richtig durch, am Freitag bei MDR um 4. Das ist also unsere nächste Woche und die wird schön, aber wir gucken natürlich erstmal auf morgen, denn ich bin ja in Seifen, das Finale des MDR Wintermärchen steht an. Wie sieht's denn aus? Du brauchst Neuschnee. Ich brauche Neuschnee, ich brauche zumindest auch kalte also, oder niedrige Temperaturen, ein bisschen Kälte. Aber nie. Kommt alles eher erst nächste Woche, also dann auch sogar ein bisschen Schnee wieder. Schlechtes Timing, würde ich mal sagen. Auf der anderen Seite hast du das genau richtig gemacht, uns allen dreien so ziemlich ähnliche Witterungsbedingungen beschert. Ja, das mit dem Winter ist diesmal einfach schwierig, sagen wir es mal so. Gut, wir gucken trotzdem auf das, was da jetzt kommt. Ja. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von SuperTV, Ihre Zeitschrift für Fernsehen, Freizeit und Ratgeber. Ja, und auch heute hatte das Wetter schon wieder so ein bisschen was von Aprilwetter. Teils war es mal längere Zeit freundlich, dann waren wieder ein paar dickere Quellwolken mit dabei. Und es gab aber auch Orte, wo es dann doch eher trübe war. Neuhaus am Rennweg 12 Minuten Sonnenschein heute bis zum Nachmittag und Harzgerode 13 Minuten. Andernorts gab es dagegen dann mehr als 6 Stunden Sonnenschein. Und da, wo die Wolken am Tage fehlen und sie auch in der Nacht nicht aufziehen, da kann es dann halt richtig kalt werden. Wir haben es verbreitet in der kommenden Nacht mit leichtem Frost zu tun. So minus 2 bis minus 5 Grad in den mittleren Lagen bedeutet, es kann durchaus mal zumindest vereinzelt Reifglätte auf den Straßen geben. Und dazu haben wir es lediglich so Richtung Altmark nördliche Börde mit ein paar Wolkenfeldern, die durchziehen. Und auch so vom Werratal rüber bis ins Erzgebirge. Dazwischen dann ein breiter Streifen, wo wirklich nur wenige Wolken unterwegs sind. Und zumindest gebietsweise kann sich mal im Laufe der Nacht zum Morgen hin ein bisschen Nebel bilden. Und morgen der Start ins Wochenende, der sieht zunächst einmal gar nicht so schlecht aus. Da kann mal ein bisschen Hochnebel mit dabei sein insgesamt, aber der Eindruck erst einmal sehr freundlich. Allerdings von Südwesten her, da kommen dann im Laufe des Nachmittags immer dichtere Wolken reingezogen. Und dann zum späten Nachmittagabend hin kann es so Richtung südwestliches Thüringen auch den ersten Niederschlag geben. Höhere Lagen, ein bisschen Schnee, tiefere Lagen ist dann eher so der Regen bzw. mal ein paar nasse Flocken mit dabei. Temperaturen liegen morgen bei 5 bis 7 Grad und in den mittleren Lagen sind wir bei Höchstwerten so um die 0 Grad. Und der Sonntag, der wird noch so ein bisschen knifflig. Da kommt nämlich ein kleines Tief zu uns reingezogen von Westen her. Und die genaue Zugbahn, die ist noch nicht wirklich klar. Nichtsdestotrotz wird der Sonntag wohl für viele von uns eher trübe und teils auch nass werden. Am Nachmittag so Richtung östliches Sachsen, da kann es vielleicht mal ein paar Auflockerungen geben. Ansonsten fällt Regen, auch im Erzgebirge die Schneefallgrenze so bei 700 Metern. Und je weiter es nach Westen bzw. nach Nordwesten geht, desto niedriger wird die Schneefallgrenze im Laufe des Tages runterkommen. Bedeutet auch so, von der Altmark bis ins Werratal kann es auch bis in tiefe Lagen dann mal Flocken geben.
Bei den Temperaturen passiert noch nicht viel. 6, 7 Grad in der Spitze, mittleres Bergland 1 Grad. Und dann die kommende Woche, da wird es Schritt für Schritt mal ein bisschen kälter werden. Und der Schnee der Niederschlag, der Montag und Dienstag fällt, der wird auch in tiefen Lagen zusehends dann in Schnee übergehen. Und zum Mittwoch stand heute zumindest Wetterberuhigung. Hier geht's weiter mit Anja.